Jo Leute, was geht? Ich zeige euch heute, wie man das Katana schnell freischaltet. Es gibt momentan ein paar Schwierigkeiten mit dem Katana, das habt ihr vielleicht schon bekommen. Im Multiplayer funktioniert die Aufgabe hier nicht. Erledige 15x5 Feinde mit einer Nahkampfwaffe in einem Spiel. Das würde ich euch empfehlen zu machen, aber es funktioniert aktuell nicht. Deswegen, falls ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt seht, würde ich euch empfehlen, spielt das Katana im Multiplayer frei. Aktuell kann man es leider nur im Zombie-Modus freischalten oder durch den Kauf eines Bündels. Falls ihr aber die Möglichkeit habt, das Ganze, wie gesagt, im Multiplayer freizuschalten, dann würde ich euch empfehlen, spielt diese Klasse, nehmt euch das Kampfschild mit, dann ein Messer. Bei den Extras würde ich euch dann Ninja empfehlen, um einfach nicht von den Gegnern gehört zu werden. Dann Spurenleser, damit ihr deren Footsteps dann sehen könnt, und Leichtgewicht, um einfach flotter unterwegs zu sein. Nehmt am besten auch noch eine Betäubungsgranate mit, dann könnt ihr die Gegner noch betäuben, bevor ihr sie messert. Das geht dann eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, um das Katana dann im Multiplayer freizuschalten, müsst ihr dann 15x5 Feinde mit einer Nahkampfwaffe in einem Spiel eliminieren. Ihr könnt hierfür auch dann die Sägezahn hier benutzen, die ihr durch den Battle Pass Stufe 37 freischaltet. Ich würde euch dann hier auch noch empfehlen, entweder Shiphouse 24/7 zu spielen, wenn das dann da ist. Oder spielt hier ganz einfach normale Runden Team Deathmatch oder Abschuss bestätigt. Das geht ein bisschen schneller. Ihr könnt auch frei für alle nehmen, finde ich auch eine gute Wahl für das Messer. Damit könnt ihr dann schnell 15 Runden absolvieren. Ist halt ein bisschen nervig, 15 Runden und da 5 Messerkills. Aber wie schon bereits erwähnt, wir können die leider noch nicht freischalten im Multiplayer. Ich hoffe, das wird in Zukunft gepatcht. Ansonsten müssen wir in den Zombie-Modus gehen und sie hier freischalten. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Bündel hier zu kaufen. Aber ich würde euch es nicht wirklich empfehlen. Vor allem, weil die Waffe irgendwie keinen Skin hat, so wie es aussieht hier. Es ist einfach die Basiswaffe ohne Skin und ihr bezahlt 15 Euro dafür. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, Leute. Also das ist ja echt läppisch, dass man da nicht mal einen Skin für bekommt und so eine schwierigen Aufgabe, was heißt schwierigen, zeitintensiven Aufgaben hat, weil wir sehen es jetzt im Zombie-Modus. Im Zombie-Modus müsst ihr nämlich 5 schnelle Kills während einem Objective machen und das Ganze 50 Mal. Das heißt, wenn ihr in eine Runde geht dann in eins der Portale rein, dann habt ihr dort ein Objective. Und hier müsst ihr 5 schnelle Kills hintereinander machen, dann bekommt ihr eine Medaille, dann wisst ihr, ihr habt es richtig gemacht. Das Ganze, wie gesagt, auch mit einer Nahkampfwaffe. Und das Ganze müsst ihr dann 50 Mal machen und das kann schon echt lange dauern. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein in den Zombie-Modus. Ich zeige euch, wie man das dann am schnellsten macht, weil man kann es auf jeden Fall ein bisschen schneller machen. Und wir müssen hier auch das Kampfmesser für nehmen. Nehmt vielleicht den Frostschuss oder den Ätherschleier mit. Jetzt gehen wir am besten einzeln rein, weil das kann auch mal ein bisschen schneller gehen. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde. So, was wir jetzt einmal testen werden, ist, wie ist es, wenn ich jetzt hier in eine Runde gehe, mache Blitz und wenn ich dann am Ende vom Objective einfach das Spiel verlasse, ob das dann zählt. Das ist, denke ich mal, für den Anfang sehr wichtig, ob wir das überhaupt machen können. So, wir sind jetzt hier in Blitz. Wir haben hier eine Minute Zeit, ein paar Zombies zu sammeln. Und wir müssen ja 5 schnelle hintereinander machen. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, dass sie ein bisschen zusammenkommen, die Zombies, auf einen Fleck. Und jetzt haben wir hier Gemetzel, 5 Feinde schnell erledigt. Jetzt haben wir es eigentlich schon geschafft. Jetzt können wir die restlichen Kills, könnten wir theoretisch mit einer anderen Waffe machen. Aber wir haben ja leider noch keine Waffe. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob es zählt, wenn ich jetzt, bevor wir das Objective beenden, das Spiel verlassen. Ob das dann zählt, das wäre auf jeden Fall vielleicht ganz wichtig, das zu wissen. Und wir gucken mal bei der Katana und es zählt tatsächlich. Das heißt, ihr könntet es auf diese Variante machen, also ihr könnt diese Variante anwenden. Also ich würde fast schon sagen, das ist die schnellste Methode, einfach in eine Runde gehen mit dem Kampfmesser oder mit dem Sägezahn, dann einmal eine Gemetzelmedaille abholen während dem Objective, dann rausliefen. Und dann müsste das dazu zählen und so ein Ablauf dort höchstens 2 Minuten und wie gesagt, das 50 Mal machen, dann sind wir bei 100 Minuten bis 120 Minuten, 2 Stunden, dann sollte das schnell gehen. Ist natürlich jetzt nicht die spannendste Methode, aber es geht noch relativ schnell, als wenn man jetzt, ja, würde man jetzt normal spielen bis Runde 5 und dann Exfil machen. Das dauert immer so 20 Minuten. Wenn man das dann 50 Mal macht, dann ist man mit Sicherheit doppelt so langsam. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr so schnell es geht, das Katana freischalten wollt, dann macht es auf jeden Fall auf die Methode. So müsst ihr dann auch am wenigsten Zombie-Modus zocken, falls ihr eigentlich das Katana Multiplayer freispielen solltet.
Also Leute, damit habe ich euch die schnellste Methode gezeigt, wie man das Katana freischalten kann. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, die im Multiplayer freizuschalten, wenn die Challenge bei euch funktioniert, würde ich es euch empfehlen, den Multiplayer zu spielen. Und da solltet ihr dann wahrscheinlich auch nach 5 Kills rausgehen können aus einer Runde. Man muss sie in Vanguard nicht abschließen. Wir hatten das in Cold War, dass man die Runden immer abschließen mussten. Wir sehen es ja hier gerade im Zombie-Modus, muss man das nicht machen und damit geht es auch relativ schnell. Ich hoffe, damit konnte ich euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, denn ich werde auch in Zukunft Videos machen, wie man die neuen Waffen dann schnell freischaltet. Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.